Warte. Vielleicht sieht mich ja schon wer. Hallo. Jetzt kommt die Werbung noch. Also falls mich jetzt noch jemand sieht, wir müssen hier die Kontrollschirme noch abwarten. Das mit dem Internet. Aber nur falls mich jetzt schon wer sieht. Hallo. Ich heiße mich mal. Die Begrüßung kommt gleich nochmal. Ihr habt das auch gesehen, es gibt diese kleine Werbung von der Radiomoderatorin, die angeblich Joghurt während der Sendung ist. Ich weiß aus eigener Erfahrung, das macht keine Sau. Jetzt geht ein Bild an. Es geht ein Bild an. Ah, da sind wir zu sehen. Hallo. Dann kann ich hier ausmachen. Hallo, ich heiße Michme. Guten Tag. Ich bin ein Otto-Stadtbotschafter aus Magdeburg. Und ich habe vor einiger Zeit, ein paar von euch wissen das, ein Projekt angefangen. Und zwar habe ich exakt vor einem Jahr die Stadt aufgerufen, mir Geschichten zu schicken von Orten und besonderen Erlebnissen. Weil ich mir vorgenommen habe, der Stadt einen Sound zu geben und der Stadt auch ihre Geschichten zu erzählen, damit alle miteinander ins Gespräch kommen und miteinander reden und sich freuen, dass sie hier wohnen und gute Sachen entdecken und vielleicht auch ein paar tragische Sachen entdecken, traurige, wütende Sachen. Und daraus wird eine Platte gemacht, die heißt Magdeburg und die kommt im Juni raus. Und wir haben euch heute eingeladen, hierher ins Studio, im Projekt 7 haben wir uns aufgebaut, um mal reinzuhören. Das ist etwas, was nicht so viele Bands machen, weil es auch ein bisschen gefährlich ist. Wir haben viele Songs geschrieben, mein bester Freund Gerald Frisco und ich. Und ein paar von denen haben wir hier in den vergangenen Tagen komplett auseinandergenommen, hinterfragt und wieder zusammengesetzt und laden euch jetzt ein, mal in diese Situation mit einzutauchen. Wir spielen die Songs hier, wir werden vielleicht auch das ein oder andere Mal diskutieren und wir sind auch die ganze Zeit online. Das heißt, zwischen den Songs kann ich hin und wieder mal das Chatfenster sozusagen aufmachen, wie zum Beispiel das von Tini Treller, die schreibt gerade, wir sehen dich. Hallo Tini, auch von dir ist ja eine Geschichte dabei und es ist total geil, dass du die Erste bist. Das ist ein perfekter Zufall, fast wie geplant, weil auch du bist eine von denen, die was über die Elbe geschrieben haben. Ich habe viele Nachrichten bekommen von Menschen, die in Magdeburg wohnen und die zu allen möglichen Anlässen an die Elbe gehen. Der Fluss hat eine beruhigende Wirkung, eine inspirierende Wirkung auf sie und eine Wirkung, die sie gut fühlen lässt oder die ihnen auch hilft, wenn es ihnen mal schlecht geht. Und daraus habe ich dann aus geschätzt 25 Geschichten folgenden Song gemacht, der heißt Emozentrisch.
Hallo. Also den habt ihr jetzt gerade gesehen und Andreas Bö hat mich gerade angechattet und gefragt, sollte das Album nicht im April kommen? Ja, das sollte es. Aber wir brauchen länger, weil ich an bestimmte Geschichten auch geraten bin, die ich unbedingt machen möchte, die ich auf dem Album auch darauf haben möchte. Und da brauche ich einfach ein bisschen länger, weil ich sie gut haben will und nicht einfach so die Texte durchreichen möchte. Und deshalb ist das mit der Zeit dann halt ein Ding, was uns im Nacken sitzt. Aber wir haben uns jetzt selber einen Zeitplan auferlegt, der so streng ist und eng ist und keinen Platz für Spielräume mehr lässt, dass das Album wirklich im Juni rauskommt. Und seit heute, das kann ich auch sagen, aufgrund einer wunderbaren Zusammenarbeit mit einer Wohnungsbaugenossenschaft in Magdeburg, die heißen 1893, seit heute steht fest, dass wir dieses Album wirklich verschenken können. Das bedeutet, im Juni in einem sehr bedeutenden Stadtmagazin, jetzt, kann man ja auch sagen, Dates, die sind nämlich total toll. Da steht fest, in dieser Ausgabe werden, so alles gut läuft, in jedem 10. Heft wird ein Freiexemplar der Platte Magdeburg drin sein. Die werden dann aber auch an bestimmten Stellen ausgegeben und das wird sehr, sehr schön, wie ich finde. Danke jetzt erstmal hierfür. Maria hat gerade was geschrieben, ich gucke mal nochmal. Die sagt, du und das und alles ist voll gut und schön. Danke. Maria Blondetto, wie der Name schon sagt. Wir machen dann einfach weiter. Die Menschen, die ihr gerade gesehen habt und die hier gerade mit mir auch drinstehen, die stelle ich euch im Laufe der Zeit auch noch vor. Und wie gesagt, seid nicht scheu, schreibt ruhig, was ihr von dem Song haltet oder wie ihr den Sound findet oder ob ihr Spaß habt oder sowas. Muss nicht nur sein, wie Maria geschrieben hat, obwohl es nett ist. Danke Maria, danke, danke. Der nächste Song ist einer, da kommen ganz viele alte Kumpels von mir vor. Es geht um meinen Fußballplatz, der alt und dreckig und staubig war und es geht auch um einen noch viel größeren Fußballplatz, um das Gefühl, dass man irgendwann da sitzt in seiner Stadt, an Orten vorbeikommt, weil man zur Arbeit muss oder zu irgendwelchen anderen Orten und dann sich daran zurückerinnert, wie es gewesen ist, als man 10 war oder so. All dies kommt auch in diesem Song vor und ist zusammengeklaut aus allen möglichen, zusammen inspiriert aus allen möglichen Mails, die ich von euch geschrieben habe, auch von euch geschrieben bekommen habe. Auch nochmal Dankeschön dafür. Der Song heißt Es ist das Gefühl, das bleibt. Es war immer egal, wer fragt. Denn es war klar, dass ich mitkomme auf den staubigen Platz mit schiefen Toren und Wasser aus der rostigen Tonne. Nur einmal berühren und mit dem Kopf C2 eine Gleichung mit 3F. Wir hatten Ferien, wir waren Fußball und fühlten uns frei. Und Staub auf der Haut und Herzen mit Traum. Jeder ein Held, für alle anderen war's nur Sündenbrot und für uns war es die Welt. Die Zeit ist weggerannt, es ist das Gefühl, das bleibt. Am anderen merkst du's nicht mal und plötzlich bist du alt. Wobei ja halt nur ein Wort ist, das meist ein anderer sagt. Zeit ist weggerannt, das Gefühl ist immer noch da. Grad draußen, 6000 Watt im Raum. Es war immer egal, was wer sagt. Es wir Jäger, ha! Und wir jagten den Traum, fühlten den Sound, lebten in Bussen und spielten mit Frauen. Hand ab, stopp, stopp, anhalten! Stopp! Ich möchte doch, dass der Text richtig rüberkommt, so wie bei der Probe auch. Jetzt würden alle anderen, die ihr jetzt gerade gesehen habt, der in dem grünen Shirt heißt Zwiebel, ist auch als Gerald Frist so bekannt, den letzten, den ihr gerade gesehen habt, der heißt Schöne, die würden jetzt so sagen, oh Michmel, was war denn da? Ich war gerade so gut. Was ist jetzt mit der Aufnahme, bloß weil du dich versungen hast und so? Ich bin gerade mit der Zunge an einer Zahnlücke hängen geblieben und deshalb habe ich den Text verjackelt. Und ich finde, wenn wir schon so eine weltweite, super, auf allen Ausspielwegen zu sehende Variante machen im Studio, dann sollt ihr auch sehen, wie wir arbeiten. Das soll ehrlich sein, das ist nicht irgendwelcher Quatsch, den wir hier einfach wegmachen. Ist ja auch kein Live-Konzert. Und Beschimpfungen gerne auch per Chat. Also, es ist das Gefühl, das bleibt.
Schatten und 40 in der Sonne. Es war immer egal, wer fragt. Denn es war klar, dass ich mitkomme auf den staubigen Platz mit schiefen Toren und Wasser aus der rostigen Tonne. Nur einmal berühren und mit dem Kopf zählt zwei. Eine Gleichung mit 3F. Wir hatten Ferien, wir waren Fußball und fühlten uns frei. Mit Staub auf der Haut und mit Herzen im Traum. Jeder ein Held, für alle anderen was nur zu lieben. Für uns war es die Welt. Die Zeit ist weggerannt. Es ist das Gefühl, das bleibt. Am Anfang merkst du dich mal und plötzlich bist du alt. Weil mein Wort ist, meist ein anderer sagt. Die Zeit ist weggerannt, das Gefühl ist immer noch da. Grad draußen, 6000 Watt im Raum. Es war immer egal, was wer sagt. Denn wir waren Jäger und wir jagten den Traum. Lebten den Sound, führten die Busse und liebten die Frauen. Einmal berühren oder küssen mit Zweien. Eine Gleichung nur für uns. Wir waren wild, liebten Musik und fühlten uns frei. Und Glanz in den Augen und tief drin. Jungs aus einer kleinen Stadt klauen sich ein Stück von der Welt. Zeit ist weggerannt. Es ist das Gefühl, das bleibt. Am Anfang merkst du es nicht mal und plötzlich bist du alt. Wobei halt nur ein Wort ist, das meist ein anderer sagt. Zeit ist weggerannt. Immer noch egal, wer fragt. Vorbei ist es erst, wenn dein Herz nicht mehr fragt. Zeit ist weggerannt. Es ist das Gefühl, das bleibt. Am Anfang merkst du es nicht mal und plötzlich bist du alt. Wobei halt nur ein Wort ist, das weiß ein anderer sagt. Zeit ist weggerannt. Ich habe viele Chat-Nachrichten. Vielen Dank, dass ihr kommt. Ich arbeite das mal ganz kurz ab. Die Jungs habe ich ja schon vorgestellt. Also Gerald Frisco, da hinten ist der gute alte Schöne am Bass, den habt ihr schon gesehen. Emo Mikey Mikesen, der euch jetzt gleich einen Trick, den wir hier entwickelt haben, vielleicht habt ihr es ja auch schon mal gesehen, vorführt. Und zwar kann man ihn nämlich verwandeln in Mikey Jackson. Das war auch sehr schön während der Proben. Also wir machen auch immer ein bisschen Faxen. Ich gucke jetzt mal, was hier geschrieben ist. Also Fräulein Rikeline schreibt uns gerade, emozentrisch ist großartig und hinterlässt ein Lächeln auf den Lippen. Vielen Dank dafür. Bianca Gärtner, die Tochter einer Frau, die uns auch eine Mail geschrieben hat, wenn du alle anderen Songs auch zweimal singst, ist das trotzdem toll. Ich muss mal kurz was trinken. Soll ich mal weitermachen? Antje Log schreibt uns gerade, Jungs, ihr hört das ja auch. Magnus findet es toll. Das muss also quasi ihr Sohn sein, bestimmt ein ganz schöner Haudegen. Muss jetzt aber ins Bett. Liebe Familie Log, lasst doch euren Sohn ein bisschen länger aufbleiben. Das wäre so schön. Steve Bülow hat uns was geschrieben. Geiler Sound, gutes Bild, geile Musik. Thumbs up. Ich glaube, es heißt so viel wie Daumen hoch. Steve, Daumen hoch für dich. Vielen Dank. Rico Kleist schreibt, wie soll man bei einem solch sympathischen Menschen denn eine Beschimpfung... Ach so, ja Rico, danke. Scheiße, das hätte ich jetzt nicht vorlesen. Das denkt wie ausgedacht, aber das stimmt. Dankeschön. Und mein Bruder hat geschrieben. Wollen wir mal gucken, was mein Bruder geschrieben hat? Irgendwie. Also warte, das ist mein Bruder heißt Tom. Tom Michmer, der an diesem Projekt sehr, sehr intensiv mitarbeitet. Wie kann man dich jetzt erreichen? Jetzt gerade nicht, Thomas. Also per Chat halt einfach. Das wäre gerade die Variante. Ansonsten machen wir dann einfach weiter mit einem Song, den hat Nora geschrieben, ein Mädchen. Es war, glaube ich, auch der erste Text, den ich geschrieben habe für dieses Projekt.
Und sie hat einen Winterspaziergang beschrieben, der durch Magdeburg führt und dann auf diesem unglaublich weiten, krassen Domplatz endet. Und dazu gibt es auch ein tolles Video, das werdet ihr bestimmt irgendwann mal bald sehen. Jetzt müsst ihr leider mit unseren Gesichtern Vorlieb nehmen. Und der Song heißt Ein Herz gehen. Ich höre dir zu, du fragst mich aus. Und all das macht was mit mir. Die Welt ist weiß, weil's heftig schneit und wir sind raus. Und all das macht was mit mir. Alles gut ist alles gut. Alles gut, alles nur, weil du da bist. Alles so genau, nur so ist alles. Alles nur, weil du da bist. Und ich kann dich sehen. Du versuchst dein Herz. Und es ist kalt und dunkel hier auf dem Platz vor der Kirche wir. Du starrst Spuren in den Schnee, es ist wunderschön. Wenn's morgen hell ist, kann jeder unsere Spuren sehen. Nach Haus, ich seh dich an. All das macht was mit mir. Weil ich will, dass das so bleibt, zieh ich dich an. Schall und sag zu dir: Alles gut ist, alles gut ist, alles gut. Wow, danke. Also wir kriegen jetzt hier gerade Nachrichten von, es könnte sein, dass das Netz zusammenbricht oder so. Mal gucken. Ich hoffe, dass es halbwegs trotzdem weitergeht. Ich checke mal die Nachrichten. Es ruckelt. Es kann sein, dass so viele Leute gerade in diesen Stream sind, weil wir haben den ja eigentlich mehr oder weniger geheimnisvoll gemacht und ich habe es nur ein bisschen bei mir im Facebook-Profil gepostet. Immer wieder anklicken und neu machen. Das ist, glaube ich, der einzige Trick, den man da machen kann, frage ich gerade den Kameramann, der kennt sich nämlich damit aus. Wenn ihr gerade erst reingeklickt seid und Glück habt und gar nicht weiß, was es gerade ist, ich heiße Stefan Michmer, ich mache eine Platte, die heißt Magdeburg, mit Geschichten von Menschen aus dieser Stadt.
mit dem Sound dieser Stadt. Und wir versuchen euch gerade hinter die Kulissen zu gucken zu lassen, hier bei uns im Studio. Dieses Studio haben wir aufgebaut im Projekt 7 in Magdeburg bei ganz, ganz lieben Menschen, die uns beherbergen, bekochen, filmen und unser Zeug sogar noch ins Internet schicken. Der nächste Song ist einer, da hat mir eine ganz hübsche Frau von Anfang an gesagt, dass das ein Hit ist. Der geht zurück auf eine Mail, wo Stoff drin stand für circa 15 Lieder oder so. Und das Mädchen, das mir diese Mail geschrieben hat, hatte dann unten drunter noch geschrieben, da war die Mail schon zu Ende, PS, Mischma, Seifenblasen gehen immer. Und das ist halt in meinem Kopf so drin geblieben und ich konnte nicht so richtig schlafen. Ich habe immer diesen Satz, Seifenblasen gehen immer, Seifenblasen sind Seifenblasen cool. Also weiß nicht, eigentlich ist es ja ganz cool. Und jeder, der so ein Seifenblasending sieht bei irgendwem, überprüft euch mal selber. Ist jetzt egal, ob das in Magdeburg ist oder im Rest der Welt. Der fängt es an, erstmal zu schütteln und rumzuprobieren und zeigt, wie geil er Seifenblasen machen kann und so. Also fast jeder. Ich möchte jetzt nicht irgendwie die Gefühle von richtig coolen Menschen verletzen. Und da habe ich dann mir gedacht, machen wir einen Song draus und habe eine Geschichte dann quasi drumherum gestrickt, die in Magdeburg spielt und zwar am 100 Wasserhaus, das letzte übrigens, jetzt kriege ich einen Drink reingereicht, das ist geil, das letzte 100 Wasserhaus übrigens, ich wusste nicht, also ich weiß nicht, ob ihr das wisst, das wirklich vom Friedensreich 100 Wasser, von diesem komischen, grandiosen, verqueren Künstlerkopf, noch persönlich kurz vor seinem Tod genehmigt wurde. Und am schönsten ist die Geschichte, ich stelle mal diesen Drink ab, das ist sonst total doof. Ist die Geschichte, dass Friedensreich 100 Wasser war schon tot und er hatte jemanden beauftragt, dafür zu sorgen, dass auch alles immer in seinem Sinne gebaut wird und so. Und da war das 100 Wasserhaus in Magdeburg fertig und es gab diese Abnahme, wo man halt so durchgeht und guckt, ob alles richtig ist. Und ich weiß nicht, ob ihr das auf dem Schirm habt, dass alles, es gibt keine Ecken, alles ist rund und verschwoben und verschwurbelt und bunt und alles Mögliche. So ein bisschen wie Pippi Langstrumpfs Villa Kunterbunt. Und da waren gerade Fliesen angefliest. Und da hat der Typ, der auch so ein alter Mann mit einem Stock, vor dem Bauleiter und vor allen Leuten, die bei dieser Aufnahme waren und bei dieser Abnahme waren, tuk, 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 diese ganzen Fliesen persönlich abgehauen und hat einen Tag vor der Eröffnung noch dafür gesorgt, dass ein paar Fliesenleger eine Nachtschicht machen mussten. Eine schöne Geschichte, die auch zu Magdeburg passt, wie ich finde. Sowas passiert uns und was machen wir uns daraus? Gar nichts, weil Mund abwischen und weitermachen ist das Motto. Zurück zur Liebesgeschichte, sie heißt Seifenblasen, lasst euch einfach treiben und mitmachen und danke an diese wunderbare Frau, die mir gesagt hat, dass das ein Hit war. Wird. Das war doch keiner, das wird einer. Am bunten Haus mit 100 Wassern gewaschen, hinter runden Ecken kannst du sie sehen, wie Glaskugeln ohne Weihnachtsbaum schweben sie herum oder bleiben einfach stehen. Und dein Herz geht schnell, kann es denn sein, dass sie da ist, allein mal zu schauen, um sie zu sehen. Fällt mir nicht ein. Farbe, statt sie nicht, du rennst ihr nach. Auch wenn du könntest, sagst du nichts, jetzt sitzt sie da und muss die Zeiten blasen. Es ist so lächerlich. Du weißt nichts von ihr und trotzdem schläfst du halt nicht. Du findest nicht raus, ob sie dich je bemerkt hat. Hinter jeder Ecke hast du sie gesehen. Wie ein Geheimagent ohne Auftrag treibst du dich rum und findest sie einfach schön. Dein Herz geht schnell, kann es denn sein, dass sie da ist, allein mal zu schauen und sie zu sehen, es weckt ihr Schein. Freude, schaut sie nicht, du rennst ihr nach. Auch wenn du könntest, sagst du nicht, du rennst ihr da. Es ist so lächerlich. Du weißt nichts von ihr und trotzdem schläfst du halt nicht.
fragt sie dich, du rennst ihr nach. Auch wenn du könntest, sagst du nichts, jetzt sitzt sie da. Es ist so lächerlich. Du weißt nichts von ihrem Spazier, schläfst du heute nicht. Du schläfst heute nicht. Das macht Spaß, Jungs. Einmal in die Runde. Ich möchte dir auch Grüße bestellen von Julia Böhne, sehe ich gerade. Und Julia hat geschrieben, seit dem Weihnachtsrocken, das haben wir ja gespielt in Magdeburg, das war auch unter dem Motto, oh, du ruckt. Sie hat seit dem Weihnachtsrocken immer Seifenblasen dabei. Und benutzt sie auch immer, wenn sie kann und so. Eine Nachricht, die mich ja auch sofort direkt herein erreicht hat in den Chat. Andreas Bö schreibt, jetzt funktioniert es wieder alles 1A. Vielen Dank, Andreas, für diese Nachricht. Und Steve Bülow schreibt jetzt gerade auch nochmal was rein. Macht einfach sau viel Spaß, da zuzuschauen. Man sieht, dass ihr in eurem Element seid. Vielen Dank, lieber Steve. Das freut die Jungs auch, weil Maki ist ein bisschen krank und wir haben wirklich viele Tage jetzt hier gesessen und halt gespielt und gespielt und gespielt und jedes Mal abends war es echt ein krasser Moment. Wir haben auch draußen vor der Tür hin und wieder dann mal die Schuhe ausgezogen und da die Sprüche der Jungs waren nicht so, das war so krass. Also es ist wirklich anstrengend und deshalb ist es total schön, wenn ihr sowas Nettes hier reinschreibt. Schön und lieb und fein gemacht, schreibt Melanie Holzer auch noch hier rein. Das ist auch cool. Ich habe ja gedacht, ihr stellt noch so Fragen irgendwie, also muss ja nicht sein, aber vielleicht fällt euch ja auch noch irgendwas ein zu einer Geschichte, wo ihr was wissen wollt oder so. Ich weiß, ich erzähle sowieso immer zu viel und dann weiß man schon alles. Oder wie wir das mit den Songs gemacht haben. Oder ihr könnt auch gerne fragen, welches Riffing ist und so weiter. Gerald hat nämlich alles mit einer Kamera aufgenommen, was er gespielt hat. Und kann diese Filme gerne auch ins Internet stellen. Dann könnt ihr uns unsere Songs nachspielen, das ist vielleicht auch nicht so schlecht. Der nächste Song ist einer, der geht zurück auf eine Frau, die aus Magdeburg kommt und mir eine Mail geschrieben hat. Sie lebt nicht mehr hier. Und da bin ich auf diese Kiste gekommen. Das ist für viele Menschen, die hier sind, ist es mir persönlich auch so gegangen, dass es wichtig ist, hier zu sein und hier aufzuwachsen. Es hat mir total Spaß gemacht, alles zum ersten Mal zu machen. Also zum ersten Mal küssen und rodeln und einen Schneeball in den Kopf kriegen und Fußball spielen und so. Aber dass es auch total wichtig ist, mal in der Weltgeschichte dann wieder unterwegs zu sein und wegzufahren und irgendwo in der großen, weiten Welt viele Dinge zu lernen, aber wieder zurückzukommen. Und das habe ich in diese Geschichte reingebaut von dem Mädchen. Die hat nämlich geschrieben, dass sie in Berlin ist und da sitzt immer und morgens Kaffee trinkt und immer, wenn sie den Kaffeeduft in der Nase hat, dann denkt sie an Magdeburg und an ihre Tante, die sie immer von der Arbeit abgeholt hat. Die hat bei Röstfein gearbeitet. Kennt ihr diese Kaffeefirma? Die steht hinten im Industriehafen auf dem Weg, wenn man nach Barleben nicht auf den großen Straßen, auf der Stadtautobahn rausfährt, sondern hintenrum. Und da riecht es wirklich nach Kaffee eigentlich die meiste Zeit. Heute waren Leute hier, die gesagt haben, wenn man da ein paar Mal vorbeifährt, ist es geil, aber wenn man da immer wohnt, kann das auch anstrengend sein und so. Und diese ganze Geschichte, weggehen, wiederkommen, an Magdeburg denken in der Ferne, nur aufgrund eines Geruches, habe ich in dieses Lied gemacht, das heißt Nur im Kopf reise. Tages ist ein Lied. Nils Rehwald fragt, wann kommst du vorbei? Im Moment passiert eine Stimmung toller Beat. Aufstehen mit Singen für den Kaffee muss jetzt sein. Gedacht, gemacht und mit dem Becher in der Hand. Ausgelacht. Ich wär so gern
Weh gerochen hat, zurück in meiner Stadt. Ich wäre jetzt gern zu Haus. Der nächste Sound des Tages ist Peter Fox. Er feiert die Stadt, in der ich jetzt lebe, schwarz und blau. Ob der Fox mal mit mir durch Magdeburg geht, ob ich jemals wieder hier zu Hause leben werd, ich weiß es nicht genau. Gegangen, um was zu werden, zurückgekommen, um was zu sein. Schnell mal, wenn nur im Kopf Reise gemacht, ich wär so gern zu Hause. Gedacht, dass ich bei so einer Aktion aufgeregt sein könnte. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Ist das, merkt, bist du auch aufgeregt, Mikey? Mikey ist auch aufgeregt? Kannst du mir das bestätigen, lieber Kameramann? Mikey ist auch aufgeregt. Gott sei Dank, wir haben halt davor gebeten, den Aufgeregt-Button auszuschalten. Vielen Dank auch weiter für die netten Nachrichten, die da reinkommen, aber diese ganzen Lobhudeleien, dann lese ich dann doch jetzt erstmal nicht weiter vor, weil das wirkt dann wie bestellt und das ist dann ein bisschen ulkig. Wir haben etwas gemacht, also das waren jetzt erstmal, na komm Andreas, ich klicke nochmal auf, nicht das so. Andreas schreibt was Spannendes. Also er sagt, dass das Lied ihm gefällt, aber dass es auch traurig macht und Erinnerungen weckt. Und er findet, dass es ein toller Song ist. Und Stefan Deutsch, das ist doch jemand, den ihr kennt, oder? Der auch meine beiden tollsten Mitmusikanten, also eigentlich alle drei, Mikey und auch Schöne und Benny, spielen ja auch bei Backbee. Und Stefan Deutsch ist Mitglied einer Magdeburger Fan-Unterstützungsorganisation namens Backbee Crew. Und er ist total lustig. Ich habe schon gegen ihn auch Fußball gespielt. Der kam mal mit dem FC Magdeburg-Trikot. Na, sagen wir mal so, ein bisschen besser spielen die Jungs in der Regionalliga schon, aber ansonsten war es mit Stefan auch nicht so. Der schreibt, wer von der Band hat eigentlich keinen Bart? Das ist geil. Zwiebel. Oder auch Gerald Frisco. Vielleicht gehst du kurz hin, Matteo. Gerald sagt mir nicht. Stimmt, alle anderen haben mittlerweile irgendwie Bart. Aber ich muss natürlich auch sagen, Stefan, das ist auch so ein bisschen passiert, weil wir hier so eingeschlossen sind und so richtig auf Körperpflege haben wir denn jetzt, also wir haben auf Körperpflege geachtet, aber nicht auf Gesichtsabraspelpflege und so weiter. Es kommen noch ein paar Fragen rein, Jungs. Ihr könnt euch kurz entspannen und so. Ich mach mal das noch hier so ein bisschen. Fand die Passage mit Schwarz zu Blau geschickt gemacht. Freue mich schon auf Berlin in der Kulturbrauerei. Das stimmt, das ist ein Konzert, da spielen wir am 22. April. Backbee und mich mit zusammen in der Kulturbrauerei. Wir freuen uns auch, wenn Magdeburger mit nach Berlin fahren aufs Konzert. Das ist auch schön. Und Stefan Deutsch sagt, glatt wie ein Baby, ihr wisst schon. Naja, das sind ein paar Falten. Jetzt sind wir mittlerweile dann doch auch dabei, wie bei uns allen. Wir haben im Rahmen der Session ja auch an euch ganz doll gedacht, weil in der letzten Zeit, wenn ich mit diesem Michme-Projekt unterwegs war und so, sehr oft auch nach dem Song Paris gefragt worden, einer der ganz alten Songs. Und den gibt es in 2, 3, 4, 5, 6, 7 Demo-Varianten, auch in akustischen Versionen und so weiter, im Netz und mit Bildern und auch ohne Bilder und so weiter. Und ihr habt immer gesagt, der muss mal auf eine Platte oder sogar eine Single werden und ihr mögt den alle und so. Und es gibt Teile in unserer Band, die dann halt so gesagt haben, das ist ein Song, den wir überhaupt nicht mögen, den muss man nicht mehr haben. Ich habe immer gesagt, erstens ist mir wichtig, was ihr sagt, zweitens habe ich auch an diesen Song geglaubt und so. Und so gab es dann eine Situation auch während der Arbeiten hier, wo wir hier das einzige Mal richtig intensiv diskutiert haben. Das war kein Streiten oder sowas, das war intensiv diskutieren. Es hat total Spaß gemacht und so. Und es gab ganz oft Momente, wo ich so dachte, Mist, der Song wird jetzt sterben.
Und das wird eine ganz traurige Sache. Aber ich kann ja auch, ich sage nicht, wer jetzt dagegen war, aber ich kann zum Beispiel auch sagen, wer mir immer den Hintern gestreichelt hat und gesagt hat, Stefan, wir kommen da durch und so, das war der gute alte Schöne, der Sänger von Backbeat, der hat auch gesagt, wenn die anderen, die nicht seiner Meinung waren, nicht im Raum waren, ey, der Song ist doch gut, wir diskutieren weiter. Das war sehr schön. Und jedenfalls haben wir alle miteinander sehr hart daran rumgearbeitet und es ist ein komplett neuer Song fast daraus geworden, der aber immer noch Paris heißt. Und versteht das jetzt schon fast, also zumindest zum Abschluss der Live-Session. Ihr werdet nachher noch einen Song hören, den wir euch einfach nur so vorspielen, weil der ist mit Klavier und so weiter, den konnten wir hier drin jetzt nicht machen, den spielen wir euch so vor. Zum Abschluss der Live-Session, das ist ein Geschenk an euch. Das ist ein Song, der es quasi nur auf die Magdeburg-Platte gibt, auf eine große Deluxe-Version als Bonustrack, der es nur geschafft hat, weil es euch gibt und weil ihr euch das so sehr gewünscht habt. Also jeder, der Paris mochte und immer geschrieben hat, dass er ihn gut findet, das ist für euch. Und der Song heißt Paris. Es ist der kleine Tod nach jedem Anruf, das Loch im Tag nach jedem Streit. Es ist der Stich im Bauch, weil ich dann doch immer wieder schweig und warte. Und ich warte. Reden Silber ist und Schwein ist Gold, dann ist weg, wenn alles. Und nie werde ich ankommen. Das hab ich sowieso auch nie gewollt. Das ist Paris und es regnet. Das ist sowas von egal. Das ist Paris, du lügst dich. Vielleicht nicht zum letzten Mal. Und merkst du nicht, wenn du dich umschaust, dass da keiner. Das ist Paris. Nur der Regen hat mich ein bisschen traurig gemacht. Du merkst dich mal, dass hier was brennt. Die gute Zeit auch mal vor dir wegrennt. Ich werd bleiben, doch die Ironie dabei ist, dass ich auch dann immer und immer wieder schweig und warte. Auf was warte ich eigentlich? Leben Silber ist und Schwein ist Gold, dann ist weg, dann alles und nie werde ich ankommen. Hab ich sowieso auf Flieger wollt. Das ist Paris und es regnet. Das ist sowas von egal. Das ist Paris, du belügst dich. Vielleicht nicht zum letzten Mal. Und merkst du nicht, wenn du dich umschaust, dass da keiner ist und lacht. Hab ich ein bisschen traurig gemacht. Nicht gut, dass du mich selten fragst, wie es mir geht und einfach so mal zeigst, dass du es leben magst. Und das ist Paris. Das ist Paris und es regnet. Das ist sowas von egal. Das ist Paris, du lügst dich. Vielleicht nicht zum letzten Mal.
los, Instrumente ab, kurz mal her hier alle zusammen. Das war erstmal jetzt die Variante der Songs. Die Tracklist findet ihr hier bei uns auf meinem Facebook-Profil. Das ist leicht zu erreichen, ihr seid ja auch gerade da, wenn ihr zum Beispiel auch über diesen Link gekommen seid. Wir sind jetzt noch eine Weile da und beantworten so Fragen oder so. Wir sitzen alle so an meinem Rechner, Gerald, Mikey, Benny und auch Schöne. Und während wir hier so sitzen quasi am Rechner, könnt ihr uns dann so ein bisschen sehen. Aber eigentlich solltet ihr euch die nächsten 5 Minuten vielleicht dann trotzdem nochmal zurücklehnen und vielleicht die Augen zumachen. Es wird das persönlichste Lied auf der Platte. Ein Lied, was auch komplett in Magdeburg spielt und so vielen, vielen kleinen Jungs und vielleicht auch Mädchen passieren hätte können, die dann irgendwann auch erwachsen sind und einmal loslassen mussten. Und so heißt der Song auch. Der heißt Loslassen. Wir geben euch den auch in der Variante, wie wir ihn hier, als das Klavier noch da war, aufgenommen haben. Wir wollten jetzt hier nicht so irgendwie komisch rumfaken oder sowas. Deshalb hört euch den einfach so jetzt an, macht die Augen nochmal zu und den Sound laut. Und wir sind jetzt bestimmt noch eine halbe Stunde im Chat hier und beantworten eure Fragen. Und danke, dass ihr so dabei gewesen seid. Michme und seine Magdeburg-Platte, wie gesagt, im Juni, rechnet damit im Dates, 3000 Freiausgaben ungefähr. Wenn jemand kommt und euch was von der Otto-Stadt-Kampagne erzählen will, was doof ist oder so, sagt einfach, nein, die Kampagne ist deshalb gut, weil jeder selbst aufstehen muss und irgendwas machen soll. Um nichts anderes geht's da. Und deshalb hat das hier geklappt. Dankeschön an die Jungs vom Projekt 7, an Matteo von Lichtempfindlich auch ganz besonders, der diesen ganzen technischen Kram möglich gemacht hat. Sowas machen ja sonst nur Bruce Springsteen und Linkin Park und AC/DC und sonst irgendwas und David Bowie. Wir sind ganz so glücklich und wissen uns, dass es nicht besser hätte gehen können, irgendwie, dass uns was Gutes passiert ist damit. Danke, dass ihr dabei wart. Erzählt es einfach weiter. Wir werden die Videos auch nochmal auswerten und gucken, was wir danach auch nochmal später veröffentlichen werden. Der Song heißt Loslassen. Danke, dass ihr dabei gewesen seid. Wir sind jetzt hier. Fallschirmspringer, Segelflieger, der Himmel blau und weiß. Die Augen weit auf, den Kopf im Nacken, ich nehm Papas Hand. Noch weiß ich's nicht, aber irgendwann muss ich loslassen. Einfach so. Torwartfehler, das Stadion blau und weiß. Den Mund weit auf und vor Aufregung nehme ich Papas Hand. Wir spielen erst Trainer und ich Captain vom besten Verein. Doch irgendwann, Junge, sagt er, musst du loslassen. Hast du immer alles gegeben, warst du wirklich immer da? Und wie soll es jetzt weitergehen, wenn das Leben nicht mehr ist, wie es war? Hast du immer alles gegeben? Wichtige auch gesagt, da ist ein Loch in deinem Leben. Wie kommst du damit klar? So viele Menschen, alles Freunde, der Himmel ist blau. Herzen ganz schwer, weil ich unsere Geschichten erzähl. Die eine Hand mit Blumen, die andere voll mit Sand. Ich kann jetzt nicht mehr fragen und muss loslassen.
ich immer alles gegeben, war ich wirklich immer da? Und wie soll es jetzt weitergehen, wenn das Leben nicht mehr ist, wie es war? Hab ich immer alles gegeben und das Wichtige auch gesagt? Da ist ein Loch in meinem Leben. Wenn dein Kopfkino dich erdreht, dein Herz schwer und dumpf dahin schlägt, du nicht weißt, hat deine Liebe auch erreicht, und du nicht mehr fragen kannst, denn das hier ist wirklich vorbei. Hast du immer alles gegeben? Die Kamera ist jetzt immer noch an, wir sind immer noch da. Ihr könnt mich hören, mir wurde gerade gesagt, wo ist die Kamera? Da auf dem Schlagzeug. Auf dem Schlagzeug, hallo. Hallo. Mikey, ich sollte dich öfter mal küssen, kann ich ja jetzt auch nochmal vor allen Augen machen. Danke, wir haben Grüße aus Neuseeland sogar gerade bekommen und so. Und lieber Bruder Tom, die Nachricht an Schöne ist angekommen auch. Und wir werden euch noch einen Song jetzt gratis auch geben, den wir hier erarbeitet haben. Ich würde sagen, wir lassen einfach noch Songs so lange durchlaufen, wie wir gerade Zeit haben und hier lustig rumstehen. Also bleibt einfach drin, wenn ihr hier wollt. Wir spielen jetzt noch so ein bisschen die mitgeschnittenen Varianten hin und wieder ab, reden dann aber auch nicht mehr. Also, Michma, Stefan, mein Name. Wir lassen vielleicht noch 2 oder 3 Songs ablaufen. Bleibt einfach hier im Chat. Ich bleibe jetzt auch noch eine Weile da. Ich bin total überwältigt. Das ist urschön. Liebe Ottostadt, da geht was. Liebe Grüße an Bürgermeister, an Wirtschaftsdezernenten, an Eike Großkopf. Ihr seid nette Unterstützer und ich gebe weiter alles. Ihr habt es ja jetzt hier gesehen. Ansonsten Magdeburg-Platte von Michme im Juni.